Wir sind zurück im ruhigen Hohlraum mit dem ruhigen Hohlraum-Beat im Hintergrund. So, wir haben beim letzten Mal diese komische Vogelstatue weiter unten gefunden und hier, ach so, stimmt, das war der Seitenbacher Raum, der Seitenlecker-Lecker Raum. Nein, nicht die mächtige Faust des Nordsterns auspacken, ich danke. So, ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass wir hier in der Nähe auch dieser geilen Statue sind. Und ich sollte, glaube ich, mittlerweile noch und nöcher mal zurückkehren in meine... Weg mit Sneezing! Aus mit... What? Aus mit... verdammt nochmal! Wenn ich sie essen möchte, dann klappt es nicht. Wenn ich sie nicht essen möchte, dann esse ich sie. Hinfort! Es ist ja wieder so ein Quell der unergründlichen Vielschichtigkeit des Schleimgebärens. Sieht danach aus. Sieht danach aus. Ah, leck mich. Weg, hinfort! Ich brauche hier Mord. So, Moment. Erstmal hier schön nach oben. Oh nein, eine weitere Türe. Die sich wahrscheinlich von der anderen Seite nur wieder öffnen lässt. Andererseits, ich habe keine Ahnung. Steht da irgendwas drauf? Kann ich dich wegkotzen? Ich danke dir. Gucken wir uns erst nochmal hier oben. War ich hier oben schon mal? Na, keine Ahnung, hier ist eine Sackgässer. Ich hasse doch Sackgässer. Okay. Einer mehr noch. Muss in den Gegner rein oder in den Türöffner. Wer hat sich gedacht, ja, lass uns mal einen mit weit dehnbarem Magen dahinsetzen, der die Türen auf und zu macht. Je nachdem, ob er viel abnimmt oder eben nicht. Moment, ich nehme, glaube ich, lieber noch einen. Ja? Fark! Dachte, oh, ich warte jetzt noch ein bisschen, bis ich mehr Experience kriege. Oder Geld. Nee, Moment, Geld kriege ich von denen gar nicht. So, hinein in den Magen. Ein Magenfark. Segen sollst du sein. Dann hängen wir uns daran. Dann. Rückwärts. WM. Okay. Das heißt. Dich schmarrisch. Toll. Toll. Ich wusste doch, dass ich einen hier habe. Oh, da war ich noch gar nicht. Ich wusste doch, dass ich einen hier hingekotzt, gespuckt hatte. Ich will meine Suppe nicht essen. Nein. So. Die Tür müsste jetzt auf sein. Moment, genau. Moment, war da oben? Die Tür war nicht oben, oder? Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal. Ach so. Ja, die gute Fähigkeit, dass man immer ein kleines bisschen nach vorne schnellt, wenn man in der Luft haut. Das ist eine Sache, die mag ich hier wirklich nicht. Weil, sag mal, man kann es eigentlich völlig knicken, in der Luft gegen Gegner zu kämpfen oder mit einem Sprungangriff, weil... Machen wir uns nichts vor! Du gehst kaputt! Weil mich halt... Und da kann ich halt nichts gegen machen. Weil wenn ich das hier mache, ich kann mich nicht steuern. Ich kann jetzt nicht zurückdrücken. Ich kann zurückdrücken, aber dabei passiert halt nichts. Aha! Easy! Falscher Knopf. Oh! Ja, ja, und wie gesagt, ich brauche ein Weilchen, bis ich nach dem Schlagen ein Stück gehen kann. Flug-WM hier unter Tage. Hallo, interessierst du dich für den Kurs? Was ist das? Dieser Kurs nützt die klebrige und schleimige Natur der Höhlen gegen dich. Du musst Dingen ausweichen, die aus allen Winkeln auf dich geworfen werden. Und wie spiele ich das? Dieser Kurs ist ganz einfach. Verwende die Steuerung, um dich auf den Kurs zu bewegen und Hindernissen auszuweichen. Halten deine Größe im Gleichgewicht, damit du weder Luft verlierst noch explodierst und Grammatik involvierst. Es klingt gefährlich, aber ich verspreche dir, dass alle meine Schüler es problemlos schaffen. Oh, dann mach ich's mal. Bereit zum Fliegen? Ja, klar. Sie schadert. Level 2, der schleimige Aufzug. Schleimprojektile sind hier gang und gäbe. Ist das nicht gäbe heißt mit Ä? Mein Deutsch. Deluxe. Okay, noch sehe ich nicht viel hier von meinen schleimigen Freunden. Stimmt, ich muss hier meine Luftballonkraft aufbessern.
Okay. Der Bohrer. Der. Die fliegen aber jetzt schön nach. Danke. Mehr. Oh Gott, das Händchen. Ich hätte das Händchen haben müssen. Aber was soll's. So kann ich eventuell das ein oder an. Danke. Dinofiss. Okay. Dinofiss, schnell! Oder auch. Nein, ich will aber nicht platzen! Ich will nicht platzen! Oder lass mich eben treffen, damit ich nicht platze. So ähnlich. Ja, mehr. Es ist irgendwie eine seltsame Technik, dass Projektile einem helfen, hier zu überleben oder sowas. Jo. Oh. Schnell vorbei an den Borans. Unter den Borans vorbei. Gut. Aber wir kriegen. Gib mir wenigstens eine der Münzen. Danke. Gib mir wenigstens eine der Münzen. Mehr Geld. Auch wenn ich bis jetzt noch kein Geld. Oh, eine Goldmünze. Oh. Ah, aber wenigstens habe ich die Goldmünze bekommen. Nicht schlecht, du brauchst sicherlich noch etwas Übung, klar. Oh, scheiße. Ich bin ganz ehrlich, das ist mir einfach zu viel in diesen Flugpassagen. Aber hey, wenn's was bringt, bringt's mich vielleicht. Aber das ist was, echt das Problem, dass jetzt zu viel. Ich hab das zuerst so spät gesehen, dass ich so unglaublich viele Früchte dort verbergen. Andererseits, wenn ich so sehe, wie viel Geld ich hier kriege. Oder kriege ich das Geld tatsächlich nur dann, wenn ich das überlebe? Nee, da habe ich jetzt gerade keinen blassen Schimmer, ob das der Fall ist, aber hey. So, dem weichen wir ein bisschen aus. Da reicht mir. Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Eine Balance haben zwischen der eigenen Größe. Moment, das. Ach Gott, was soll's. Mir ist es jetzt einfach erstmal wichtiger, hier mein Fortbestehen zu untermauern. Das nehmen wir noch mit. Das kriegen wir auch noch. Ja, mach mich mal ein bisschen. Nein, nicht so klein. Ja, Krise überwunden. Das. Ja. Nimm das, Dinofiss. Ich danke dir. Oh, das Geld kann mich mal kreuzweise. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, wir kommen langsam wieder in die. Jo, in die Hemisphäre des Mestens. Aber gucken wir mal. Momentan. Ja, hier bin ich, glaube ich, eben krepiert, glaube ich. Ja. Toll. Hier kriege ich nur die blöde Kupfermünze. Da drüben wäre da. Aber da drüben wäre ich, glaube ich, auch. Da musst du schon ganz, ganz, ganz dünn sein, bevor du da was machen kannst. Oh, 25. Und da ist es im zweiten Versuch. Gelangen wir an die Höhe. An den großen Schatz des Goldes, der unsere Taschen füllt. Wow, du bist sehr talentiert. Du hast meinen Kurs so problemlos geschafft. Sehr gut gemacht. Das waren jetzt über. Ich habe gerade. Gerade, genau. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie viel das jetzt gewesen ist. Wenn ich ehrlich sein soll. Moment, weg mit euch. Andere Richtung. So, okay. Auf die Karte gucken. Dann könnte ich. Okay, da waren wir durch. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich. Danke. Ich wollte meinen Fortschritt speichern. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Möglichkeit. Du kannst nichts machen. Du stehst da und kannst nichts machen. Weil, ich muss jetzt warten, bis ich geschluckt habe, bevor ich irgendwas anderes machen darf. Lalali, lalala. So. Ich habe keinen Ahnung mehr, wo der speichert. Also ich glaube, an dir komme ich vorbei. Okay, du hast auf jeden Fall mehr Babooms drauf, als ich dir das zugetraut hätte, Kumpel. Oder komme ich. Ach, ich habe keine Ahnung mehr, von wo ich gekommen bin. Von oben, oder? Ach, scheiß drauf. Ich hoffe, das Spiel speichert das. Den Zustand aber so oder so, oder? Glaube ich zumindest. Ja, einmal schön nach oben. Gut. Ah, da ist der Türe auf. Sollen wir warten? Ich hätte nicht warten sollen. Einfach. Oh, ja, klar. Einfach über ihn drüber kegeln. Das ist alles, was wir brauchen. Wer hat hier 41 geheilt?
niemals Halt hier 41, wenn ich in der Nähe bin und kommt ungeschoren mit dem Leben davon. Also ein bisschen schade. Boah, haha, alle plattmachert. So. Ja, aber bevor wir uns hier weiter ins Nirgendmeer des Chaos stürzen. Mensch. Aha! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Pilz schon hier oben war. Aber hey. Okay. Dann können wir von hier aus hier jetzt auch wieder. Haha, ich bin dünn genug, um hier durchzupassen, im Gegensatz zu dir. Ich mach die Viren und Bakterien. Ernsthaft? 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 Null Chance, irgendwas dagegen zu tun, den Scheiß zu fressen? Ich glaube es nicht. So. Ja, in die Ecke. In die Schäm-dich-Ecke. So, dich mache ich sowas von kaputt. War hier auch mal eine Tür? Ich glaube ja. Wozu ist diese Ecke? Die wird dir von außen ordentlich gespoilert, dass sie da ist. Hey, guck mal, eine Ecke, eine geile Ecke. Wow. Da solltest du mal hingehen. Was ist? Ja, es ist ein bisschen Futter da. Und das war's dann. Oh, es gibt eine Ladung Duplo. Ich meine, Süßigkeit von unbekanntem Hersteller für mich gerade hier. Gebracht vom Pool-Lieferservice. Also ich frage... What? Ach so, du machst jetzt andere Dinge. What? Ach so, das ist einer von denen, die auch oben waren. Oben im Sinne von beim Flugmodus. Die Frage... Okay. Ja, gucken wir uns doch mal den Raum etwas... Moment. Wir sind auf dem Weg zum oberen gelegenen Boss, würde ich mal sagen. Ob das der Boss ist, den wir erledigen müssen, ob wir da jetzt überhaupt schon hinkommen. Keine Ahnung. Irgendeinen fiesen Boss müssen wir ja erledigen. Das wurde uns ja schon gespoilert. Spätestens in der letzten Folge. Aber das war bei dem... Aber das war schließlich auch bei dem... wie nennt sich das noch gleich? Von dem... Samurai-Typ. Die können aber auch dann, wenn ich es nicht will, immer genau in meinen Rachen springen. Genau in meinen Rachen. Weg damit. Nachher geht uns das auch noch irgendwann zu sehr auf die Knochen. Das kriege ich hin hier oben, oder? Ja. Auf der einen Seite ist das mit dem Rückwärtsschlagen durchaus schon geil. Weil das passt dann auch wieder mit einfach mal im Sprung, die, wenn die Sprünge gut gemacht sind oder das Layout gut ist, einfach mal die Richtung dann plötzlich wechseln. Dann funktioniert das schon echt gut. Ha! Ja, während ich seine Faust nicht abholzen kann mit meinem eigenen Rumschlagen, kann ich wenigstens die Projektile von denen einfach mit meinem Flurry auf Schlägen platt machen. Oder zumindest entfernen, bevor sie mir gefährlich werden können. So, hier, ja genau, da hatte ich so einen Pennerplatz gemacht. Und dann gehen wir jetzt erstmal in diese Richtung hier. So. Das Heilen, während man selber draufhaut, ist so, so gut. Ich wollte schon sagen, das ist auf die Dauer, glaube ich, auf die Dauer... sehr viel Geschwindigkeit aus dem Spiel rausnehmen, wenn ich andauernd irgendwie sitzen bleiben muss. Ja, das war der größte Fehler, den ich bis jetzt in diesem Spiel gemacht habe, mir das nicht genau durchzulesen. Andererseits, Moment. Oh, falsches Dings, Fähigkeiten. Was steht denn hier? Nahrung heilt jetzt auch einige HP und die Heilung im Sitzen wird erhöht. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich bin ja letzte Folge ein paar Mal hingesessen und habe das ausprobiert. Und das hier war... Okay, Fausthiebe heilen nicht etwas. Das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte hier. Das andere ist, glaube ich, weiß ich, ob das nicht funktioniert oder... Weil ich heile immer noch 2 Punkte pro Treffer. Mir fällt jetzt erst auf, wie viel schneller meine Schläge sind, wenn ich wenig Kalorien in mir habe. Ja, ich mach Platz. So, ich habe schon wieder 1000 Experience. Oh. Ein weiterer Checkpoint. Gut, dass ich nicht zurückgelaufen bin. Die Frage ist hier... Das sieht nach Boss aus. Tunnel des Schleimkönigs. Es sind doch nicht nur Schweine. Oh, seht euch diesen bösen, irren Blick an. Einen kleinen Schritt weiter, Eindringling. Dein Zutritt halte durch die gesamte Höhle. Du machst Ärger, richtig? Ich nehme es mit den Schweinen auf, die die Minen leer räumen. Und ich habe gesehen, dass ihr sie unterstützt. Das geht dich absolut nichts an, Fremder.
ich gehe davon aus, dass es an mir liegt, dich aufzuhalten, bevor du uns noch mehr Ärger bereitest. Bereite dich vor, Puyo Puyo! Versus King Slime! Er grunzt wie ein Schwein, der König aus Schleim. Ja, aber wir müssen richtig das Kleinzeugs platt machen. Nein! Geh nach drüben, damit ich dich kann verheben. Oh oh. Ich frage mich ja, wie Phase 2 sein wird. Oh, nein! Aber es gibt Heilpotenzial. So, in die andere Richtung, ja! Nein! Das geht... Achso, ich heile ihn damit, oder was? Fahr... Jetzt wird es schwer zu kontrollieren. Dann spucke ich dich in diese Richtung. Ich habe das Gefühl... Kriege ich dafür auch Erfahrungspunkte? Ich sehe es. Natürlich genau in mich rein. What? Ja, jetzt ist die Scheiße am Kacken. Jetzt ist vorbei. Jetzt stehe ich hier und komme zu überhaupt nichts mehr. Weg damit. Ja klar. Ich habe auch total die Gelegenheit, hier was zu tun. Oh, nein! Ich bin tot. Ja, irgendwann ist, also aus meiner Sicht, irgendwann ist es einfach nicht kontrollierbar, weil einfach so viel Schleim da ist und dann jedes Mal, wenn ich einen schlucke, stehe ich da, weiß ich nicht, 2 Sekunden rum und kann nichts machen. Und in der Zeit sind die nächsten 50 wieder gespawnt und stehen auf mir drauf und warten drauf. Dann schlucke ich, ich schlucke und kann nichts tun, weil ich nicht bewegungsfähig bin, bis die Hitbox da ist, um wieder agieren zu können. Das ist das Problem. Das ist das Riesenproblem an dem Kack. Dass es zu irgendwann unkontrollierbar ist. Und gegen die Schleime, die in die andere Richtung übergehen, kann ich jetzt gerade auch wenig machen. Ja, das hier kriege ich platt. Das ist gut. So. Und jetzt kommen da auch große Schleime raus oder sowas. Ja. 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 Okay, der kann einfach durch. Da geht jetzt was. So, dich. Mach Platz, so. Jetzt bei den 4 Stück gleichzeitig ist fast vorbei. Jetzt kann ich höchstens gucken. Der springt natürlich genau wieder so, dass der auf mich drauf in meine Hitbox des Reinfressens kommt. Und ich heile ihn doch, glaube ich, nicht, wenn ich... Oh, das war... Jo. Das ist echt gut, dass du die Dinger nicht siehst, wenn sie spawnen und mitten in die Brin stehen. So. Ha. Direkt wieder raus damit, was keine Miete zahlt. So, bevor sie sich zu Voltron vereinigen, heile ich mich einfach wieder voll. Wobei, was ich gerade aussehe, ist, dass meine Hitboxen offenbar... Mal einfach durch den Gegner eindringen, aber nichts machen. Das ist auch gut. Das macht Freude. Raus damit. Oh, ich hoffe, es gibt keine Phase 2. Weg mit dir. Ich spuck es aus und es bleibt in der Luft hängen. What? Ja, genau, bleibt in der Luft hängen. Ich stehe... Mitten. Ich sehe, es ist so chaotisch. Es ist so unendlich chaotisch. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, wie konnte ich nur verlieren? Ich muss wieder weg, ja. Die Krone gehört mir. Ich will diese Krone mit meinem Hintern anziehen. Plöpp. Bevor es mich dahin rafft, raus mit dir. Ja, es dauert auch ein Weilchen. Bis ich wieder hier, ich drücke die ganze Zeit auf meinen Spuckknopf. Nicht, dass dahinter irgendein Scheiß ist. So. Es ist sehr chaotisch.
Ach Gott, schau, was du getan hast. Die Stimme ist groskopisch. Du solltest wirklich keinen Kampf mit einem Hüter anfangen. Es spielt keine Rolle, wie groß du bist. Bist du hier, um mich endgültig zu vernichten? Willst du auf mich treten oder so? Das ist hoffentlich nicht nötig. Hör einfach auf, die Inselbewohner zu belästigen und den Schweinen zu helfen. Pff, als würde ich sowas freiwillig machen. Die Schweine sind uns einfach in allem überlegen. Ich dachte mir, wenn ich ihnen einen kostenlosen Pass in mein Reich gebe, könnten sie ihre Reichweite erweitern und ich könnte ihnen später wieder abnehmen. Das meinte der große Drache zumindest. Wie auch immer, ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Was meinst du? Dir ist deine Fähigkeit bewusst, richtig? Ich kann sie für dich verstärken. Ich kann deine Kapazität erhöhen, sodass du noch größer werden kannst. Und was hast du dann davon? Ich hätte gerne eine kleine Gebühr für das Ritual. Aber ich kann auch deine Energie nutzen, um selber wieder wachsen zu können. Ohne dass dein Körper Verluste erleidet, kann ich aus dessen Energie wachsen. Ich glaube, ich bin einverstanden. Ich muss möglicherweise größer werden als jetzt, um mich den bevorstehenden Herausforderungen zu stellen. Gut, hier sind meine Voraussetzungen. Ich brauche 3000 Münzen von dir und du musst auch in der Lage sein, eine Kapazität von mindestens 430 zu tragen. Deine Kapazität ist scheinbar ausreichend. Dein Magen muss leer sein und du brauchst 3000 Münzen, dann können wir das Ritual beginnen. Gut, dass ich noch nichts ausgegeben habe. Was, wie viel brauchte ich? 300? 420 oder so? Oh, das war jetzt aber relativ knipplig. Gut, dass wir so viele Pilze gefunden haben. Oh, einer fehlt noch. Ich frage mich, ob der an dieser einen Stelle ist oder ob der noch kommt. Da scheint's für das Ritual bereit zu sein. Bereit? Fülle-Ritual ausüben. So, hier ist dein Gold. Was soll ich jetzt genau tun? Bleib einfach stillstehen. Ich springe durch deinen Mund in deinen Magen und wachse, bis du dich ausdehnst. Was? Sicher, dass du mich nicht einfach in die Luft jagst? Vertrau mir einfach. Los geht's. Uff, daran werde ich mich nie gewöhnen. Bereits wachsen das! Gut, gut! Keine Zeit, um Pause zu machen, weiter geht's! Sei vorsichtig, okay? Sehr gut, echt kuschelig hier! Wie wär's mit einem Nickerchen? Hey, komm nicht auf blöde Ideen, bringen wir es zu Ende! Okay, das ist deine maximale Größe, richtig? Jetzt wird's etwas schwierig! Uff, zu viel! Das ist sicher, oder? Selbstverständlich, du machst es großartig. Meine Kraft kommt zurück. Noch nicht fertig. Ein bisschen noch. Mensch, ich bin zu voll. Sehr gut, gleich haben wir es. Sind wir fertig? Ja, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du bist gigantisch. Und jetzt, wo meine Arbeit getan ist, erstmal ein Nickerchen. So kuschelig warm. Hey, auf keinen Fall. Raus, ich hab noch was zu tun. Oh, okay. Guckt euch den Bauchnabel an. Darum ist der Schleim geworden und jetzt hat er ein schlechtes Gemüt. Oh, jetzt nicht mehr. Ich bin wieder zurück. Okay, einfach keinen Ärger mehr, okay? Oh, klar. Ich werde mein Königreich etwas zurückhalten. Viel Glück auf deiner Reise. Wie komme ich denn? Kann ich auf... Moment. Ich nehme einfach deinen Schatz mit. Ja, 3000. Ja, gut, dass wir quasi fast das Doppelte hatten. Fast das Doppelte. Jetzt ist die Frage, ob ich... Na ja, gucken wir uns erstmal an, was hier weiter... Wie es hier weiter... Mein Gott, wie es hier weitergeht. Und jetzt ärgere ich mich richtig, dass ich die, wie heißt es noch gleich, die Vogelstatue letztes Mal nicht aktivierte. Weil, geheimer Weg zur Oberfläche. Ja, so geheim kann er jetzt nicht mehr sein. Warum ist dieser Weg einfach nur ein Weg? Ich müsste, glaube ich, auch nochmal von der anderen Seite, mein Gott, ist länger mit weniger sinnvollem Inhalt ging es wohl nicht. Vielleicht mussten sie in irgendeiner Form was hindeichseln, damit es passt am Ende. Okay. Pass auf, wo du hintrittst. War ich hier schon mal? Ah!
eine Vogelstatue. Ah, oh, oh, hier sind wir. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Anderer Knopf. Ich guck mal, ob ich in diese eine Vogelstatue zu der hinkomme von hier aus. Amund, ich habe deinen Ruf gehört. Lass uns fliegen. Nein, da war ich nicht. Tja, das ist jetzt blöd. Wisst ihr was? Jetzt kann ich dahin. Okay, ich werde also nochmal von dieser Seite aus runter in die Höhlen gehen und ja, mal gucken. Die Wege sind hoffentlich noch offen, dass ich die Fütterung nicht mehr durchführen muss. Und dann würde ich das Ding entsprechend freischalten. Moment. Ich weiß ja nie, ob ich unten lang muss oder oben lang. Wie dem auch sei, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder in den Höhlen. Während ich einmal Milch mehr haben werde. Ja, drei Milch, du Penner. Bis dann. Okay, jetzt sind wir einfach hier hinlaufen müssen. Haha. Es sind die Kristallminen. Es sind keine normalen Minen, sondern Kristallminen heißen sie. Und eventuell bin ich hier auch zu früh, um weiterzumachen. Moment. Der Pilz ist eventuell da hinten drin. Wie komme ich denn dorthin? Das ist jetzt die gute Frage. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege, das rauszubekommen. Oder liegt es wirklich nur an dieser Türe, die dort unten noch irgendwo ist? Okay, dann waren wir also hier. Huch. Okay, da oben war Mr. Schleim. Das heißt, hier unten in Kristallminen haben wir auch noch zwei von denen. Zwei Bosse. Wo wir aber eventuell... Ja, okay, da. Muss ich Moment, ich komme von der anderen Seite von unten. Das bedeutet aber, dass theoretisch hier irgendwo entweder in der Wand oder im Boden irgendwas sein müsste, um dort unten reinzukommen. Außer es gibt noch irgendeine Mechanik, die ich jetzt gerade nicht so wirklich eintüten kann. Moment, lass mal eben hier. Nee. Ja, dann gucke ich mal, ob ich da unten rum jetzt irgendwie noch was deichseln kann. Ja, natürlich. In Furcht mit euch. Ich brauch die 5 Euro. Waren das 5? Ich habe keine Ahnung gerade. Oh, du bist... Ach nein, wenn ich nicht reinlaufe, dann bin ich des Todes. So. Okay. Ja, da oben. Okay, beziehungsweise da... What? Warum? Okay. Achso, ich muss draufhauen. Okay. Dann gibt's Kohlen. Dann gibt's noch mehr Kohlen. Und der Pilz. Wundervoll. Dann sage ich wirklich jetzt bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und ich gehe nochmal eben speichern. Und wir müssen mal gucken. Ich bin jetzt gerade... Stimmt, ich muss hier eigentlich weiter unten in den Minen noch rumholzen, weil ich soll ja einen Stein besorgen, um ein Kristall oder was das war, besorgen für den Hai. Damit er mich zu den Piraten oder was das war rüberführt. Ja, das heißt, dann würden wir beim nächsten Mal hier unten wahrscheinlich weitermachen. Aber ich werde wahrscheinlich von hier unten aus auch nochmal zum, wie nennt sich das noch gleich, zum, ich komme jetzt gerade nicht drauf, zum Dorf gehen und gucken, ob ich mit meinen Erfahrungspunkten dort irgendwas, dieser scheiß Viecher, ob ich da mit meinen Erfahrungspunkten und der, ja, jetzt schon wieder über 4000 Euro reichenden Kohle weiterkomme. Also, bis... Ich warte natürlich genau, bis das Ding da ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.